Berlin, Formel E-Strecke, was soll ich sagen? Ein Wahnsinn mit Formel E wahrscheinlich da zu fahren. Und noch viel verrückter ist es hier mit unserem EX Zero auf dieser buckligen Strecke zu fahren. Super winklig und eng. Sind jetzt hier aus der Box rausgefahren. Das war Kurve 1. Kurve 2 auch ganz eng. Man hat fast vollen Lenkeinschlag. Und ja, muss sich wirklich, wirklich rantasten. Es ist extrem leicht, hier Fehler zu machen. Einen Rhythmus zu kriegen ist sehr schwierig. Aber das macht den Reiz wirklich aus. Und es dauert einfach ein bisschen, bis man so einen Rhythmus hat eben. Und ich versuche jetzt mal hier gleich eine saubere Runde aufs Parkett zu legen. Ich glaube, das ist schon schwer genug für mich heute. Aber ich gebe mein Bestes. Hier kommt leicht das Heck. So, jetzt sind wir hier in der letzten Kurve. Holen Schwung. Gehen auf Start-Ziel. Und fahren eben eine Runde hier in Berlin. Mit unserem EX Zero. Kurve 1 anbremsen. Sehr wellig. Einfach, dass man die Räder blockiert und dadurch dann natürlich die Kurve verpasst. Hier genauso Kurve 2. Man muss ganz ruhig fahren. Nicht zu früh ans Gas. Hier auch wieder sauber anbremsen. Leicht an den Körper ran, an die Mauer ran, beim Rausbeschleunigen auch. Exit war nicht ganz optimal. So, jetzt so spät wie möglich bremsen. Heck kommt gleich unter der Bremse, das hat geholfen. Auch hier wieder sauber rausbeschleunigen. Die Kurve hier fährt man tendenziell zu schnell rein. Ist eigentlich eine tolle Passage, eine schnelle Links-Rechts-Kombination. Hier wieder eine enge Hairpin. Sauber rausbeschleunigen. Jetzt sind wir schon in der letzten Kurve. Schön mit Drift rein, das hat auch geholfen. So, jetzt sind wir auf Startziel und die Uhr bleibt stehen. 58,4. War jetzt nicht optimal die Runde, aber hat Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß heute Abend beim Rennen. Gebt alles, fahrt fair und genießt es. Ciao.